Es ist tiefe Nacht. Auf dem Walkürenfelsen sitzen die Schicksalsgöttinnen, die Nornen. Die Nornen sind drei. Es gibt für die Zukunft, für die Vergangenheit und für die Gegenwart eine. Die drei Nornen haben ein Seil geflochten, dass die Gegenwart, die Zukunft und die Vergangenheit darin in diesem Seil. Und wenn das reißt, dann wissen sie gar nicht mehr, was auf der Welt passiert. Also ich denke, dass die Nornen so aussehen, so mit so langen weiß-silbernen Gewändern, so wie eine Perle, so schimmernd und so langen Haaren und ja, die Haare, die sind so goldgelb und ja, so habe ich mir die vorgestellt. Und das Seil reißt tatsächlich. Denn Wotan, der oberste Gott, beschließt den Untergang der Welt, weil er von den Menschen enttäuscht ist. Himmel und Erde sollen verbrennen. Wotan fällt also einen göttlichen Baum, um mit seinem Holz alles zu verbrennen. Weil die Welt, die ist ja auch ein starker Baum irgendwie. Also sie hat was andere Bäume nicht haben. Die ist ja die Weltesche. Und das heißt ja auch irgendwie, es sagt ja schon der Name, dass die schon seit Weltanfang da ist. Die Menschen aber ahnen nichts. Siegfried verabschiedet sich von seiner Frau Brünhilde und zieht wieder in die Welt hinaus. Als Andenken gibt er ihr den Zauberring. Zur selben Zeit leben am Hofe König Gunthers, seine Schwester Gudrune und der böse Hagen. Gunther und Gudrune waren Feiglinge, deswegen haben sie sich mit dem Hagen vereinigt, um den Siegfried zu bezwingen. Denn Siegfried kommt auf seiner Reise am Königshof vorbei und Hagen wartet nur darauf, ihm den Zauberring wegzunehmen. Er hat einen bösen Plan. Siegfried soll seine Frau Brünhilde vergessen und an ihrer Stelle Gudrune heiraten. König Gunther aber soll die schöne, verlassene Brünhilde zur Frau bekommen und von ihr den Ring erhalten. Der Plan gelingt und an König Gunthers Hof wird die Doppelhochzeit gefeiert. Weil Siegfried einen Vergessenstrunk bekommen hat, erkennt er seine eigentliche Frau Brünhilde nicht mehr. Die hat sich total schrecklich gefühlt und hat gedacht, oh Mann, warum bin ich überhaupt da, warum bin ich auf der Welt und warum gibt's mich überhaupt, wenn ich mir alle anlügen? Es war ja total schlimm für sie. Wegen dem ganzen Schlamassel, sie hat ihren Mann verloren, sie hat ihren Job als Walküre hat sie verloren. Und es ist alles nur damit gekommen, dass der Siegfried wieder was Neues erleben wollte. Brünhilde will Rache und verrät Hagen, wo Siegfried verwundbar ist. Und schon am nächsten Tag auf der Jagd tötet Hagen Siegfried. Auf einer Bahre wird der tote Held Siegfried zurück in die Burg gebracht. Bei der Trauerfeier fordert Hagen den Ring. Als er ihn nicht bekommt, tötet Hagen auch Gunther. Brünhilde, Siegfrieds Frau, wurde von den Hagen angelogen. Sie ist von allen belogen worden, dann ist sie in den Himmel gegangen, hat ihren Vater, den obersten Gott, geholfen, das Holz von der Weltesche zu stapeln. Und dann hat sie den Ring den Rheintöchtern zurückgegeben und ist sie mit ihrem Pferd in die Flammen gesprungen.
Die Rheintöchter aber ziehen Hagen in die Tiefe. Wotan und die Götter erkennen jetzt, dass sie das Leben der Menschen nicht mehr lenken können. Ja, weil es halt alles schiefgegangen ist mit den Menschen und mit den Göttern, da ging es ja auch eigentlich zu Ende, weil die nicht mehr die Welt so gut regieren konnten und irgendwie alles war ganz anders und alles war zerstört. Da wurde ja doch wieder alles gut, weil die waren zwar tot, aber sie hat ja den Ring dann am Ende doch weggegeben, hat ihn wieder in den Fluss geworfen zu den Rheintöchtern und dann war ja wieder alles gut. Der Ring war da, wo er hergekommen ist. Und das war das Ende vom Ring des Nibelungen.